Mahlzeit, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Planlos mit Würfelerde. Wir sind am Minecraft Sonntag. Ja, kommt es hin? Kommt hin. Gut. Ja, genau. Es regnet. Wir haben Schiedwetter auf den Sonntag, ne? Der Regen macht die Ananas. Ja. Okay, komm, wir gehen mal gucken. Beim letzten Mal wurde ja ganz famos unsere Mühle zerlegt. Da müssen wir mal gucken, dass wir das Loch hier wieder Stopf kriegen. Ach du Schande. Das haben wir im Kreativen gebaut, ne? Ich bin fast am Überlegen, ob wir das im Kreativen auch wieder restaurieren, das ganze schöne Gebäude hier, weil... Ah ja, hier fehlt aber richtig was aus der Fassade. Na, holla die Waldfee. Schönen Dank auch für gar nichts. So, wir machen mal hier erstmal den Rohrbruch beiseite. Dann stöpseln wir hier wieder ein bisschen Erde rein. So. Ja, dann holen wir uns hier auch mal wieder den Grund zurück, dass wir zumindest schon mal wieder Fundamenthöhe hier haben. Da müssen wir mal schauen. Wie haben wir das hier gebaut gehabt? Ich sehe hier nämlich irgendwie ja nicht durch. Warte mal, hier waren doch bestimmt Steine drin, oder? Haben wir einen Stein? Wow. Wir haben einen Stein. Ja, wir müssen in Kreativ gehen. Hilft ja alles nichts. So. Das Inventar sagt, es ist da. Eichenstamm ist auch am Start. Okay, hier war die Tür, richtig? Richtig, die geht da lang und dann müssen wir uns mal ein bisschen abgucken, wie wir es hier gebaut hatten. Da war frei. Ja, da steht die Eiche. Schon rausgeboxt hier die Ecke. Okay, das ist schon mal wieder soweit alles tippitoppi. Schön. Was waren das für Bretter? Waren das Eichenbretter? Fichte, Fichte, Eiche, Eiche, Fichte? Schon mal nicht richtig. Ist doof. Das war Eiche, ne? Fichte haben wir. Ja. Es wart die Fichte. Jetzt brauchen wir Fichtenstufen. Die schmeißen wir nachher wieder raus, keine Sorge. Oh, das hat sie so bescheiden bauen lassen, ne? Genau. Wusste ich doch. Haben wir das jetzt schon wieder zusammen? Sieht ja bald so aus, oder? Die Tür fehlt gänzlich. Da hatten wir... lieber Gott, welche Tür hatten wir da? Die Tür, ne? So, die Mühle steht. Weh, hier kommt nochmal einer und macht das Ding nochmal kaputt. Dann ist sie aber richtig, ne? Dann, ja. Da müssen wir noch Wasser drin machen. Haben wir so ja da. Cool. Okay, warte mal. Ne, wir müssen das hier erstmal noch rauswerfen. Alles, was wir uns gerade geholt haben. Die Türen gehen weg. Den Rest hatten wir im Inventory. Okay. Dann würde ich sagen, ab nach dem Bett drinne rein. Es wird nämlich wieder dunkel. Und dann können wir den Tag hoffentlich neu, frisch und gut erholt starten. Ohne irgendwelche kaputten Teile an der Mühle. Gute Nacht. Ich bin gespannt. Knautscht wieder irgendwas rum. Es regnet ja immer noch. Schon besser. Was ist denn mit Essen? Warte mal. Mit dem Rothühnchen. Das ist, glaube ich, nicht so gut, ne? Erstmal ein Brot. So. Der Nachbar hat sich zerlegt, so wie sich das angehört hat. Was hat denn so ein Geräusch gemacht? Ist das die Fackel? Ist die Fackel, ne? So, wir gucken hier immer raus, um zu checken, ob hier die Luft rein ist. Hallo! Da ist er wieder. Der Übeltäter. Spinne! Na? Sag mal, was ist denn... Halloween ist vorbei. Ihr könnt abpfeifen. Ja, nächstes Jahr wieder.
jetzt ist gerade nicht die richtige Zeit dafür. Könnt ihr wirklich einfach los, bitte. Danke. Ach, nee, nee. Der ist... Ist denn der nur weg, oder? Ja, nein, vielleicht. Warte mal, hier fehlt noch eine Fackel. So. Der ist ja hoffentlich nicht mehr da, oder? Ah! Ah! Warum? Was habe ich getan? Jetzt ist er weg. Ganz schnell weg. Ich meine, wenn der uns hier die B zerlegt, ist genauso blöd. Wo ist er? Da kommt er. Haben wir noch ein Schwert? Nee, was ist denn hier los? Wir haben eine Eisenspitzhacke. Dann hauen wir ihm damit die Birne ein. So ist es mit den Nachbarn. Komm her, Junge. Komm her, hier, hier. Ich hab was für dich. Ich hab was für dich bei. Guck doch mal. Geh ja nicht kaputt. Da ist er leicht nervös geworden, der Kleine, aber hey. So, ich hoffe, wir haben hier noch Erde, dass wir das Loch hier wieder stopfen können. Die nerven echt hart. Da machst du nichts. Mann, ey. Erde. Naja, dann stopfen wir das Loch wieder hier. So, als hätten wir nichts Besseres zu tun. Creeper nerven echt hart. Oder Hasi, was sagst denn du dazu? Siehst du, gleich ein Loch gefallen vor Angst. Ja. So, komm, wir machen weiter. Wir haben doch keine Zeit. Was hatte ich denn gesagt? Wie weit wechseln die drei der Viere vom Loch? Richtig, richtig. 1, 2, 3, 4. Hier fehlen Samen. Oder wollen wir erstmal den Bachlauf vollenden? Hier müssten wir... Warte mal, wir haben eine Hacke. 2, 3, 4. Bin mir manchmal nicht so sicher, ob das hier alles noch so hinhaut. Dann würde ich vielleicht hier... nochmal ein Wasserloch machen. So, dann ist sie auf jeden Fall grün. So. Na? Okay, hier stürzt alles ins unendliche Loch. Wir wollen da natürlich selbst nicht mit rein. Dann machen wir das mal dicht hier. Hier hatten wir schon eine Wasserquelle, ne? Ja. Warte mal, wir packen das mal beiseite. Dann nehme ich mir lieber die Erde hier runter. Dann schieben wir das hier noch rüber. So. Gut. Dann wollen wir mal. Wir machen heute ein bisschen Gartenlandschaftsbau. Alle hopp, hier fehlt... Oh, klasse. Hier fehlt noch eine Brücke. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier unten am Loch. Genau, das machen wir erstmal dicht, dass hier keine Strömung mehr ist. So. Hier können wir immer Erde, Wasser rausgreifen. Das ist gut. Glaube ich, hoffe ich. So. Oder auch nicht. Also zählt nicht so richtig als Wasserquelle, ne? Das geht. Okay. Weil wegschwimmt, ne? So. So, lassen wir das. Dann dürfte das eigentlich erstmal passen. Warte mal, den. Ah, haben wir den umgelenkt, den Bach? Ich meine, wir können den zwei teilen. Das ist ja kein Problem. Ja, wir können den ja hier auch weiterführen. Ah, wobei, warte mal, hier ist vielleicht etwas ungünstig. Dann legen wir ihn hier lang. Warte mal, jetzt haben wir ja keine Erde mehr. Oh, das ist ja blöd. Gib mir mal die Erde, dann machen wir das hier mal dichter, das Loch. Hallo Schaf. Na Schaf, guck mal, jetzt ist hier Wasser drin, Schaf. Da kickst du, wa? So, wir können hier aus dem Bach holen, haben wir gerade gelernt. Das ist jetzt schön. Sehr schön. So. So. Du brauchst bloß stehende Gewässer. Dann kannst du da immer Wasser rausfummeln. So.
Von mir aus können wir hier auch einflutig weitergehen. Huch. So. Hier ist noch mehr Erde. Wenn wir die da hinstellen, das Gebiet besser, oder? Ja, wo führen wir das Wasser lang? Das geht hier runter, okay. Hier ist das nächste Loch, was wir fluten. Alles klar, dann müssen wir das hier voll machen. Machen wir hier so weit wie ein See, hätte ich gesagt. Das Stück Erde muss weg. Das können wir von mir aus hier wieder reinpacken. Ja, da ist Kohle. Oh, aber sieht schon echt, Leute, seid mal ehrlich, sieht schon ein bisschen doll cool aus hier. Oder? Ja, Höhlen sind schon witzig. So, dann schwimmen wir hier wieder hoch. Dann machen wir die Löcher voll mit Wasser, hätte ich jetzt gesagt, oder? Dann haben wir nämlich Ruhe hier. Wir lassen erstmal das Wasser ansteigen. So. Sehr einfach. Sehr schön. Das war falsch. So, dann hier drüben eine gleiche. Schon haben wir überall Wasserquellen. Das Ding ist nur, wenn wir das jetzt hier voll stürzen lassen, müssten wir hier neu ansetzen, um auf die nächste Ebene zu kommen. Und ich hoffe, dass jetzt so klappt, wie ich mir das hier gedacht habe. Müssen wir mal schauen. Ich meine, wird alles hier reinlaufen, ist ja klar. Ein unendlicher Sog wird hier entstehen. Oder wir müssen eine zuschaufeln, das Loch, wenn halt gar nicht geht. Ne, dann müssen wir hier Erde auftragen und dann machen wir das Loch hier dicht. Weil hier in der Mitte, ne, das ist ein richtiger Sturzbach hier. Ja, vielleicht brauchen wir wirklich Erde. Schaf, komm, helf mal mit. Krempel mal deine Wolle hoch und dann leg mal los hier. Wir müssen die Erde klatschen. Ich glaube, wir müssen das Loch komplett zumachen, sonst wird das nichts. So. Guck dich das an. Ist ein weiter Weg bis zum kleinen See, oder? Aber die Mühle ist wunderschön. So, und wo wir den ganzen Weizen herkriegen sollen, schrägstrich die ganzen Samen dafür, das ist mir auch immer noch nicht so richtig klar, aber wir gucken mal. So, dann legen wir uns hier wir müssen wieder raus, 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 raus. So. Legen wir uns hier in eine Ebene rein. Wo wir dann hier mit Wasser spielen können. Na, hätte ich gesagt. Wir machen hier mal Dichte. So. Wenn wir das da hinbauen, dann ertrinken wir hier wieder halb. So, wir müssen irgendwie das Loch hier zukriegen. So. Okay, jawohl. Na, guck mal. Super, wunderschön. Wasser und Wasser. Es wird wieder dunkel. Das Wasser steht. Perfekt. So. Na, guck mal, dann schießt es schön hier runter. Von mir aus können wir hier noch ihn hinstellen. Dann machen wir auch dicht. Und ich würde sagen, Schlafenszeit. Wassereimer sind voll. Dann nehmen wir mal schnell into the bed. Alle hopp. Ja, das darf nicht passieren, wenn hier nachher die Felder sind. Aber erstmal ist hier starkes Terraforming auf dem Tagesplan. So, und hoch die Leiter
Ab nach dem Bett. Zack. So, wunderbar. Siehst du, haben wir doch ein bisschen was geschafft. Wir haben ein Loch zur Unterwelt verschlossen, mit Wasser volllaufen lassen. Wir haben hier richtig viel Hunger. Wir haben nur noch ein bisschen Brot dabei und ein Rothühnchen. Okay, dann müssen wir mal bald den Hühnchen braten, sonst kriegen wir ja ganz böse Durchfall. Das will ja auch keiner haben. Und abwärts. Okay. Ist hier einer? Hier ist ja keiner, ne? Hä, wo sind denn die alle? Bei mir sollte rechts sein. Wenn keiner da ist, ist keiner da. So, hier läuft der Bach. Das ist wunderbar. Oder haben wir jetzt wirklich die Zugänge zur Unterwelt verschlossen, nach und nach? Vielleicht hat das Spiel auch endlich kapiert, was wir wollen. Also, wir wollen keine Creeper. Ne? Das ist ja sehr einleuchtend, ist ja logisch. Okay, wir brauchen die Schippe. Wo auch immer ihr seid. Und dann gehen wir hier mit einem schönen Kanal weiter Richtung Wasser. Oh, haben wir eh zu tief gebuddelt. Die Erde. Genau. Dann ist ja nicht mehr weit eigentlich. Na, dann hätten wir den Kanal hier. Dann könnten wir den hier runterlegen. Und dann von mir aus hier umlenken. Weil wir müssen ja irgendwie an den See ran. Na? So. Na, geh mal da hoch. Okay, hier ist wieder ein krasses Loch. Aber der Flusslauf, ja, die Richtung stimmt so ungefähr. Okay, hier wird es runterschießen. Dann hätten wir das theoretisch schon fast geebnet hier. Seine Bahn. Wie das Wasser fließen darf. Erde ist alle. Toll. Ja, okay. Enderman, hallo. Was machen Sie hier? Das läuft alles nach Bauvorschrift. Kannst abpfeifen. Kontrolle brauchen wir hier nicht. Hau ab. Kannst gerne mithelfen hier, aber sonst verpfeif dich. Ich habe eine Zeit für dich gerade. Nimm das Schaf, aber mach was. Komm raus, Mensch. Ach. Los, Schaf, verschwinde. Oh. So. Und so. Ha, so sehr viel höher würde ich hier gar nicht gehen wollen. Ja, sieht sehr gut aus. Können wir ruhig bis voll machen auf der Ecke hier. So. Müssen wir nochmal auf der anderen Seite hier rüber. Lassen wir bis da rauslaufen, ne? Ja, hätte ich gesagt. Und hier rinnen bis in die Ecke. Naja. Da soll mal einer sagen, das ist nichts. Das ist doch was. Sieht doch gut aus. Das muss nachher alles noch schön mit Gras wieder bewachsen und dann läuft die Sache. Na hallo, guck mal, ist doch gleich geschafft. Okay. Können wir von hier Wasser rausnehmen, das ist perfekt. Bis da.
Da. Na, scharf, da kriegst du, wa? Hm, bitte zu jed. Die Musik ist weg. Warum ist die Musik weg? Es läuft ins Wasser. Also wir haben eigentlich schon soweit den Punkt erreicht, dass wir den Bach fertig haben bis rein in den See. Das ist schon mal schön. Jetzt brauchen wir einfach nur noch Erde. Hallo Schwein. Na Schwein, alles klar, Schwein? Ja. So, dann lassen wir hier sturzbachartig runterschießen, oder? Hätte ich gesagt. Machen wir hier mal ein stehendes Gewässer draus. Dann können wir nämlich hier mal Wasser rausfummeln. Das ist voll praktisch. So. Bis da hinten kommen wir nicht ran. Müssen wir rüber schwimmen. So. Perfekt. Fließt fast gar nicht, ne? Außer hier, ab nach dem Wasser drinne rein. Sehr schön. Sturzbachartig nennt man das. Ne, wir machen den See voll. Okay, dann hätten wir den Bach schon mal fertig. Wir haben aber noch andere Seite noch mehr gebaut gehabt, wo wir noch ran müssen. Wir haben den ja geteilt. Heißt, wir brauchen noch mal Wasser. Und ich glaube, wir brauchen noch mal Erde. Weil wir sind ja hier... Oh, schönes Loch. Ja, wollen wir den hier teilen und da wieder zuführen? Oder wie wollen wir das machen? Ich würde das Loch hier auch gerne zumachen eigentlich. Da müssen wir ein bisschen Erde klatschen hier. So drei haben wir ja noch. Und würde hier auch eigentlich, wenn es geht, um das Loch herum. Ja. Genau, dass wir hier unten denn den Bach lang führen. Wir könnten aber auch hingehen und sagen, du bist hier wieder zweiläufig. Und wir haben keine Schippe mehr. Na toll. So. Warte mal, den Klotz noch raus da und den. Zack. Juhut, juhut. Hm. So. Und so. Und dann wird es hier hochgradig breit laufen. Ah, okay, ich sehe schon. Und das lüft hier in das Loch rein, ne? Nö, lüft's nicht. Okay. Dann machen wir hier mal Dichte. So, Erde ist alle. Ja, ja, ja. Wenn wir das alles mit Felder hier bewirtschaften, also das wird erstmal sehr, sehr lange dauern. So viel steht auf jeden Fall schon mal fest, das ist klar. Aber wenn das nachher fertig ist, dann sieht das cool aus. Da könnt ihr mir glauben, das fetzt. So, ein bisschen Erde rausklatschen. Dann machen wir hier den nächsten Kanal fertig. Wo das Wasser denn drin bleiben darf. So, der Enderman ist hier am Start. Genau. Dann hätten wir hier die Ebene. Hallo Schaf. Und dann hätte ich gesagt, ja, weiß ich nicht. Wollen wir das hier zusammenführen? Ja. Lass mal machen. Den nehmen wir hier mit ran. Vielleicht nicht gerade auf den Klotz, wo wir draufstehen. Na, so. Wir haben leider keine Schippe, dann würde die Sache viel, viel schneller vonstatten gehen, aber wir kriegen das alles hin. So, ab hier ist trocken. Da kommt dann das Wasser von dem anderen, von der anderen Seite hinzu und dann ist das gut. Warte mal, hier würde ich gerne noch Erde reinhaben. Hast du gerade die Röpse, Ferkel? Sag mal, den seine Kamele, die haben ein Jagdchen benehmen. Ekelhaft. Ich sag ja, oh, guck mal da. Wie der da vom Dorf runterkommt. Sieht auch cool aus mit dem Wasser. Hm. Gut. So viel zum Thema dazu. Dann da lang.
Und würde ich dich hier mal ein bisschen umlenken, dass wir das hier rüberkriegen. So. Wird schon wieder dunkel, ne? Weil wir müssen auf diese Ebene darunter. Hallo Schaf. Na, kiekste, war? Pass auf, gleich kriegst du nasse Füße, wenn du nicht aufpasst. Komm nochmal runter. So. Frech. Frech. Einfach frech. Ja, wir gehen schlafen, komm. Bevor hier wieder Dinge passieren, ich möchte mich lieber in Sicherheit wissen. Tak, 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 tak. Na, sag mal. Hallo! Es geht aufwärts. Und gute Nacht. Das war ja ein sehr arbeitsreicher Tag. Schön Erde klatschen, Wasser führen. Kann man ja mal machen. So. Ach, bald ist er geschafft. Also der Fortschritt ist zu sehen. Guck mal, das wird doch was. Man könnte richtig Wassergräbenkanäle anlegen und hier richtig professionell Abzweige machen, wo man dann mit Wasser die ganzen Felder bewirtschaftet. Haben wir irgendwas kaputt gemacht? Wo sind denn die alle hin? Hm, wer weiß. So, tak, tak. Musik ist weg. Creeper sind weg. Oh, der Weizen ist am Wachsen. Geil. So, wir machen hier hinten weiter. Hier war noch ein Loch. Oha. Stimmt, das wollten wir zumachen. Jetzt haben wir Gott sei Dank wieder so viel Erde. Das wurde problemlos hinbekommen. Sehr schön. Da braucht das Loch ja nicht fauchen. Das ist jetzt zu. So, hast du davon. Mach dir eine Kerze an oder irgendwas anderes. Medial. Das bleibt zu. Wir haben immer noch keine Schippe. Da müssen wir mit der Hand machen. Komm. So, dann lege ich das hier immer rüber. So. Die Erde nehmen wir mit. Dann kommen wir hier raus und dann würde ich sagen, gehen wir hier runter. Und schon hätten wir die Kurve und sind auf Kurs. Sehr cool. Das müssen wir dann nur noch mit Wasser voll machen. Und dann hätten wir die Grabenbauarbeiten für den Kanal, für den Wasser. Graben für den Bach, Schrägstrich, nennt wie ihr das wollt. Soweit erledigt. Das ist so ein Stückchen Erde, was die ganze Zeit ertrinkt. Komm, ich rette dich. Wir brauchen Wasser. Von wo hatten wir ein Wasser rausgefummelt? Hier oben ist ja ein viel Nachholbedarf. So. Wir füllen den Graben ein bisschen weiter auf. Ja, hier vielleicht nicht unbedingt. Aber hier auf jeden Fall. Hey, mehr geht da nicht rein, okay. Ich glaube, das reicht auch, ne? Von der Höhe her? Ja, sonst wird das hier wieder zu hoch. Okay, okay. So. Können wir von hier irgendwo was rausfummeln? Von hier oben. Ist ein bisschen wild, der Wasserlauf hier. Ist besser. Sind wir hier ohne mal ran. So. Machen wir hier die Ecke mal ruhig. Können wir von hier wieder Wasser rausnehmen. Das ist perfekt. Machen wir die Ecke noch ruhig und da. Strömt jetzt auch in die Ecke nicht mehr rein. Sehr schön. Ja. Wir machen hier nochmal hoch. Hier reicht mir das dann wieder an der Ecke. Und hier sind wir dann eh auf gleicher Ebene. Schwein, kommt da raus. Das wird gleich nass. Kannst du mir glauben. Brauchst du da nicht so gucken. Selber schuld. Komm aus dem Schützengraben da. Sag mal. So.
Wir haben hier fast die Verbindung. Sehr, sehr cool. Das geht ja ein Bein frei. Alle hopp. So. Hier auf der Ecke brauchen wir, glaube ich, immer. Ja. So, jetzt haben wir hier auch stehende Gewässer. Dann können wir von hier Wasser holen. Wieso fließt denn das hier eigentlich so doll nach? Jetzt ist besser. Okay. Jetzt haben wir eine Verbindung. So. Ja, mit Wasserfummeln ist manchmal ein bisschen schwierig bei Minecraft, aber es geht. So. Na, wenn du immer stehende Gewässer hast, dann kannst du da immer Wasser rausnehmen. Okay. Ja, wie geil. So, jetzt ist das hier auch ruhig. Jetzt schießt das hier noch runter, Sturzbachartig. Dann machen wir da noch einen Klumpen hin und dann, glaube ich, ist das aber soweit fast okay, hätte ich gesagt. Ja. Ich bin sehr zufrieden. Was sagst du? Hier das Lämmchen. Geil, wa? Ja. Ja. So. Wassermarsch, Leute. Die Sache läuft. Guckt euch das an. Sehr schön. Gut, jetzt heißt das Felder anlegen ohne Ende. Das könnte jetzt noch mal ein bisschen interessant werden. Und ich hätte hier noch einen Weg bis runter. Am besten eigentlich. Wir können hier eigentlich voll machen mit Erde. So. Wir werden noch sehr, sehr viel Erde brauchen. Das ist hier ein Tropfen auf dem heißen Stein gerade, was wir hier machen. Okay, das kann erstmal bewachsen mit Gras. Ja, hier weiß ich nicht. Das könnten wir vielleicht wirklich so lassen. Eventuell, hätte ich gesagt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja. Dass wir hier oben fruchtbar haben. Würde ich hier immer ein Wasserloch machen. Und mit der Hacke behacken. Halt, stopp, Quatsch, hier kommt der Weg hin. Wir brauchen eine Schippe. Wir brauchen ganz dringend eine Schippe. Okay, dann können wir aber trotzdem hier erstmal Feld anlegen. Gott sei Dank haben wir davon noch welche bei. Na, ob hier Wasser hinkommt, das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Das müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall muss hier überall Erde rein. Samen. Ist hier schon mal erntereif? Oder wir holen uns Samen aus dem Kreativen. Das können wir auch machen. Würde, glaube ich, sehr, sehr viel beschleunigen, oder? So, den Weg können wir ein bisschen runterwerfen. Das ist ja viere breit. 1, 2, 3, 4. Bis da. Dann machen wir hier nochmal ein Wasserloch. Okay, vielleicht auch nicht. Hier haben wir noch Erde? Ja, aber nicht viel. So, hat ja nochmal geklappt. Gott sei Dank. Eins, zwei, drei, vier. Dann hier vielleicht nochmal.
Ach, hier sind alle das gleiche Problem. Dann kommen wir hier nicht mehr raus, ne? Ach ja. Gut. Ich glaube, das ist gerade nicht schlimm, oder? So, wir haben hier Samen, wir brauchen noch Erde. Grasblock, grobe Erde, Erde. So, wir machen das mal voll. Ich habe jetzt keinen Bock, hier Ewigkeiten nach irgendwelchen Samen zu fummeln. Wir hauen hier einfach Erde rein. Wasser haben wir auch nicht mehr. Echt jetzt? Mann. Hin und her, super cool. So, jetzt haben wir endlich einmal mit Wasser. Es wird dunkel. Samen. Ich hoffe mal, das ist okay für euch, dass wir das jetzt hier wirklich so anpflanzen. Weil, ich habe keine Ahnung, wir müssen ja gefühlt für das bisschen Feld, was wir hier erstellen, theoretisch die ganze Map leer fummeln mit Gras, dass wir da an Samen rankommen. Oder tagelang gefühlt Weizen ernten, um da dann wieder Samen rauszukriegen. Aber guck mal hier, die Flächen sind alle fruchtbar. Voll geil. Hä, das war cool. Die sind alle saftig. Das ist ja fantastisch. Und wenn das wächst, das sieht so geil aus. Können wir dann schön Schlendrian machen durch die Weizenfelder. Ja, hier oben ist noch was frei. Da müssen wir neue anlegen. Die Musik ist so toll. Aber guck mal, kaum sind wir im Kreativmodus, ist die Musik wieder da. So. Na, ist heute Badetag bei dir? Dann machen wir schön sauber, ja? Haben wir alle getroffen? Sieht erstmal ganz gut aus. Ich würde sagen, wir gehen eine Runde schlafen, oder? Alle hopp und gute Nacht. So, dann bin ich ja mal gespannt, ob das schon wächst. Ja. Erstmal einen Schluck Kaffee, ne, dass die Sache läuft. Der Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Aber wir haben von hier oben, ihr seht, erstmal alles getroffen. Wir brauchen eine Schippe. Komm, wir schummeln. Wollen wir mal eine Eisenschippe nehmen? Ja. Machen wir. Machen wir einfach, ob ihr wollt und nicht. Wir sind im Kreativen, da ist alles möglich. So, Creeperowski? Ne, Spinne ist da. Hallo Welt! Na? Was geht? Hä, die fällt mir. Oh. Wir machen hier ein Wasserloch. Und dann machen wir hier noch mehr Ackerfläche. 1, 2, 3. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Bis da. Wurde auch gleich braun und saftig. Das passt. 1, 2, 3, 4. Na, bitte. Guck mal, da geht er in Wasser und kühlt sich ab. Wir haben so ja was für die Umwelt getan. Das ist doch fantastisch. So, das war der Weg, der hier zur Mühle führt, ne? Von dem Hauptweg von der Brücke zum Dorf. Ja.
Ah, sieht so schön aus. Okay. Ja, wir werden jetzt noch ganz fleißig viel Felder anlegen hier. Definitiv überall alles voll. Bis hinten hoch. Warte mal, nee, hier hinten geht auch schon hoch. Hier fangen wir auch an. 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das müsste alles noch von dem Wasserloch versorgt werden hier. Und dann müsste hier das nächste hin. Tür auf Eck. 1, 2, 3, 4. So. Perfekt, passt genau. Machen wir bis hier auf die Ecke. Müsste eigentlich funktionieren. Das sieht ganz gut aus. So lassen wir das. Hier vorne auch. Wenn wir denn schon mal da sind. Also ihr wisst schon, wir müssten hier unfassbar viele Hacken verbrauchen. Wir machen das jetzt einfach mal im Kreativen, weil das geht ja anders eigentlich nicht voran. So wirklich. Deswegen wäre ich ganz froh, dann würde ich hier schnell mal so fertig machen können. Weil dann sieht es nachher, wenn wirklich am Wachsen ist, doch echt cool aus, wenn wir hier rings um die Kanäle alles voll haben mit den Feldern und so was. Schöne Weizenfelder. Hä? Dass Captain Müller und seine Mühle irgendwas zu tun hat. Weißchen, da kiekste. Aber im Kreativen spawnt nichts, ne? Wenn du hier was weghaust. Okay, gut zu wissen. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Tock. 1, 2, 3, 4. Perfekt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Super abgrenzen hier unten. Also das läuft. Hase, hau ab. Oh, jetzt haben wir gleich kaputt gemacht. Entschuldigung. Ich finde es doch immer erstaunlich, dass es so... Also hier so die angelegten Ackerflächen, dass die so willkürlich immer dunkelbraun werden, heißt ja, dass die dann bewässert sind, sondern nicht, dass die sich so kreisförmig von dem Wasserloch ausbilden, sondern einfach dann von der Ecke mal, dann wieder mitten in der Mitte, dann auf der anderen Seite und dann, ne, hast du denn hier gesehen? 1, 2, 3, 4. Oh, wir könnten hier auch noch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Dann kommt hier auch noch Weizen rein. Geil. Wenn du das hier mitfütterst, dann mach mal. Oh, das wird gut. So, dann wären wir hier oben aber fertig, hätte ich gesagt. Dann müssten wir mit der Schippe erstmal hier einen Weg anlegen. Okay. Haben wir noch. Schön. So. Ein Träppchen. Ein Träppchen, ein Träppchen. So. Was ist hier los? Wie geht denn das hier weiter? Das hier oben ist doch bestimmt auch alles bewässert, oder?
Hoffe ich. Also, das wird schon langsam braun. Könnte was werden. Wir gucken mal. Ja. Oh, wenn das nachher wächst, Leute. Wie das cool aussieht. Ja, hier weiß ich nicht so genau. Das könnte schwierig werden auf der Ebene, oder? Da müssten wir... Ja, ein Wasserloch kriegen wir hier kaum hin. Müssen wir noch eine zweite Ebene Erde abtragen vielleicht? Ja, lass mal machen. Dann können wir nämlich hier ein Wasserloch reindrücken. Warte mal. Hier vielleicht jetzt nicht gerade. Wobei, ist eigentlich auch wurscht. Hallo, komm zurück. So. Blume, geh weg. Eins, zwei, drei, vier. Huch. Naja, dann halt so. Stimmt, im Kreativmodus musst du aufpassen. Aber irgendwie wird das hier alles braun. Das ist eigentlich sehr schön. So. Hier war denn Ende, ne? Bin fast bereit, hier nochmal Erde wegzuhauen. So. Dann machen wir hier nochmal ein Wasserloch. Können wir hier noch mal ein paar Felder anlegen. Sieht auch wie so ein Reisbauer hier in Asien. Mit seine Terrassenfelder. So. Oder was? Aber ja. Gut. Dann gehen wir hier einen runter. Dann müssten wir... Oh, warte mal, hier kann noch Wasser rein, sehe ich gerade. Boah, schwillt da richtig an, wird da richtig dick, der Bach. Cool. So, dann kommt hier Erde weg. Eins, zwei, drei, vier. Jo. Eins, zwei... das ist ja hier vom Bach aus. Eins, zwei, drei, vier. 4. Wir machen hier mal ein Wasserloch. Mal gucken. Und das wird hier auf jeden Fall. Huch! Erde! Das wird hier auf jeden Fall alles bewässert vom Bach. Dann haben wir hier das Wasserloch. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Wird gleich wieder dunkel, ne? Ey, wenn wir denn schlafen gehen, dann dürfte theoretisch hoffentlich schon sehr viel wachsen, wenn wir denn wieder aufstehen. Müsste schon übelst die Treide am Start sein. Das sieht voll gut aus. Oh, voll schön. So, komm, wir gehen mal eine Runde pennen. Und dann begutachten wir das mal nach dem Schlafen, ob hier schon was passiert ist. Und ich verspreche euch, wenn das hier alles schön goldbraun in der Frucht, in der erntereifen Frucht steht, dann ist das echt hübsch. Wenn, oder hier so ab und zu verschiedene Reife. Ja, hier oben, guck mal, hallo. Na, das ist doch was. So. Ab nach dem Bett drinne rein. Gute Nacht. Huhuhu. Und alles nur für die Deko. Oh, guck mal hier. Hoho. Hey, wie cool. Und da ist noch sehr viel zu tun. Vorteil im Kreativen, die Typen, die rumrennen sollten, tun uns nichts, weil, ne, genau.
Oh ja, doch, das ist was vernünftig hier. Guck dich das an. Das wird, das geht. Hier oben ist jetzt ja schon ein bisschen goldbraun. Na, kommst du da raus? Zitter ja nicht an, mein Freund. Das ist alles hart erarbeitetes Ackerland. Mann, Typ. Okay, Dünger für die Umwelt. Eins, zwei, drei, vier. Oh, warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Bis dahin ist auf jeden Fall noch von dem Wasserloch. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Von hier geht's weiter mit dem Bach, ne? Ich hoffe, der füttert das noch weiter. Wir machen hier einfach das nächste Wasserloch hin. Da so. Und dann sind wir hier auf jeden Fall safe. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ja, mal. Eins, zwei, drei, vier. Dann von hier drüben. Aber warte mal, hier ist ein Weg. Den hätte ich gerne hier lang. Bis da erstmal. Ach komm. Oh, Katie sagt, komm, wir machen hier ein Wasserloch. Sieht aber gerade ein bisschen schwierig aus. Ich will hier aber eigentlich. Hätte ich hier gerne. So. Haha, Kreativmodus sei Dank, ist alles möglich. Eins, zwei, drei, vier. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir unter den Akazien hoch? Eigentlich wäre cool, oder? Hm. Wir pflanzen erstmal an. Werden wir eh nicht ernten, das ist ja klar, oder? So. Okay, siehste, wieder Ackerfläche. Erschlossen. Das ist schon viel, aber das reicht noch nicht. Wir sind noch lange nicht fertig. Wir müssen hier noch weiter. Dann würde ich hier noch mal ein Wasserloch machen. Eins, zwei, jo. Zwei, drei, vier. Hier ist dann wieder Kanal. Der deckt die andere Seite ab. Eins, zwei, drei, vier. Genau, bis auf Ecke. Perfekt. Zwei, drei, vier. Hier war der Weg noch nicht fertig. Verdammt, verdammt, verdammt. So. Was hatte ich gesagt? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann ist das hier noch Ackerfläche. 1, 2. 1, 2, 3. Kommt das hin? 1, 2, 3, 4. Hier drüben ist wieder Kanal. Okay, dann haben wir hier unter der Akazie komplett schon mal fertig. Sehr schön. So. Na, das ist doch was. Und die kleinen Wasserlöcher, die fallen hier man fast ja nicht auf. Also das ist schon vernünftig. Glaube ich, hoffe ich. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ach. Man, wir können wirklich direkt voll machen hier. Hm, na, cool, da kickst du, wa? So.
Nice. Dann kommt hier wieder ein Treppchen. Zack. Dass wir hier auf die nächste Ebene runterkommen. Ja, und dann müssen wir gucken, wie wir den Weg hier fortführen. Hier ist dann wieder Kanal. Wollen wir das Loch hier noch voll machen? Können wir eigentlich, oder? Komm, wir machen hier einfach erstmal Löcher in der Erde. So. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Der Rest wird hier vom Kanal abgedeckt. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. 1, 2, 3, 4. Hier oben bin ich mir nicht so sicher. Jetzt passt das. 1, 2, 3, 4. Na, guck mal. Ruckizucki haben wir das hier voll. Zack. Doch, okay. Oh, oh, oh. Und wir müssen die komplette linke Seite da unten machen. Ja. Alles für die Mühle. Wir machen hier nochmal ein Loch. Und dann können wir hier... Habe ich falsch gebaut, Entschuldigung. Hau ab. Mach mal das hier hin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wird alles noch davon abgedeckt. Das ist der Hammer. So. Und dann kommt hier Zeug rein. Ja. Na, das machen wir noch dichte hier, oder? Hätte ich gesagt. Da kriegen wir hin. Dann machen wir erstmal einen Weg, ganz wichtig. Wollen wir den Weg bis zum Wasser führen oder wollen wir... Hier könnte man eine Brücke rüberschlagen. Tock. Wie bauen wir die? Was haben wir im Inventory? Nicht so viel. Lass mal mit kreativ schnell machen. Nein, das ist falsch, Junge. Guckst denn so? Lass mir die Brücke bauen, Mann. Naja, das sagen. Hör mal auf. Da? Ja. So, und so. Ach, guck mal, ihr wollt hier rüber. Na, sag es doch einfach. So, dann hätten wir hier nämlich einen Weg, den wir hier lang schreiten können. Hier machen wir keine Länder, ne? Ist so eine ganz kleine Holzbrücke. Doch, brauchst ja nicht quaken. So. Und dann hauen wir hier noch ein bisschen Weizen in die Erde. Hier wird ja wieder vom Fluss gespeist, ne? 1, 2, 3, 4. Müsste eigentlich locker alles fruchtbar sein hier. 1, 2, 3, 4. Na klar. Ja, wobei hier weiß ich nicht so genau. Dann machen wir da noch ein Wasserloch und von mir aus da noch mal eins. So schön verteilt. Ja. Dann wird es nämlich auch gleich wieder dunkel, aber dann hätten wir die Ecke hier theoretisch fast fertig. Hätte ich gesagt. Was ist denn hier oben eigentlich los? Ihr habt ein Glück, dass ihr hier wachsen dürft. So. Wird dunkel, wird dunkel, wird dunkel, wird dunkel.
Ja, und so langsam werden die auch schon goldbraun da hinten, die ersten. Jetzt ist nur die Frage, brauchen wir in den Feldern ein paar Fackeln? Oder wollen wir den nicht beleuchten? Ich meine, den Weg entlang vielleicht so ein paar Laternen oder sowas. Straßenlaternen wären nicht schlecht. Also rein von der Optik her. Da ist Captain Creeper am Start. Ja, was wir hier machen, könnte nochmal interessant werden. Hier an der Seite wäre das eigentlich kein Problem mit Anpflanzen. Und hier unten müssen wir dann mal gucken. Aber ich hätte die Weizenfelder eigentlich schon gerne bis runter zum See hier pflanzt, von der Mühle aus. Die Kanäle entlang. Wir latschen hier die Wege nach Hause und gehen eine Runde schlafen. Ja, wir können von hier nochmal einen schweifenden Blick werfen über unser Meisterwerk. Die Felder entstehen und guck mal hier, die haben alle Bock darauf. Die findet alle toll. Das ist herrlich. Ja, guck mal von hier. Ha. Ha. Das wird doch was. Und hoch. Wieder ein arbeitsreicher Tag. So, zeige mir. Na siehst du, das wird doch was. Wir gucken mal. Zeigt her meine Felder, zeigt her mein Weizen. Sehr cool. Na, guck mal, stolzer Müller. Steht er da im Weizenfeld. Tada, ei, ei, ei. Okay, Leute, das war's für heute. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Wir müssen die komplette Seite hier noch ein bisschen bepflanzen. Und da unten muss es auch noch weitergehen. Ist viel Arbeit, ne? Aber ich sag euch, am Ende lohnt sich das, weil es cool aussieht. Ist hochgradig Deko. Also wir werden hier nicht ernten, keine Sorge. Wir können damit eh nicht anfangen. Das bisschen, was wir bei uns da im Gewächshaus haben, reicht. Aber ich will das für die Mühle hier halt authentischer ein bisschen. Ja? Dafür haben wir extra die Kanäle angelegt. Deswegen müssen wir da auch zusehen, dass wir da was hinbekommen. Aber die Felder? Ja. So langsam wird das. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich bin gespannt. Bis dahin, macht keinen Quatsch und rein hauen.